Neues Album, neuer Look. Conchita über die Karriere seit dem Song Contest-Sieg und ihre Verwandlung. Jetzt auf Ö3. Frühstück bei mir heute mit Conchita. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben vorhin festgestellt, wir haben uns gesteigert in Sachen Frühstück. Unser erstes war vor über 4 Jahren, bevor du zum Song Contest gefahren bist, damals im ORF-Zentrum, in einem kleinen Nebenraum, dann waren wir in einem Büro bei Ö3 und jetzt sind wir hier in einer Hotelsuite im Le Meridien und es ist traumhaft aufgedeckt. Es ist unfassbar viel da. Wir haben uns gerade vorher schon wahnsinnig gefreut über die Etagere an Brot und Süßwaren, die uns hier gebracht wurde. Also so habe ich schon lange nicht mehr gefrühstückt. Ich möchte trotzdem noch einmal zurückblicken auf unser erstes Frühstück im ORF-Zentrum, bevor du zum Song Contest gefahren bist. Damals habe ich dich gefragt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ja. Jetzt frühstücken wir 4,5 Jahre später. Damals hast du gesagt, ich möchte vor allem ein glücklicher Mensch sein. Ja, ja. Ist das eingetroffen? Ja, definitiv. Gott sei Dank hatte ich damals schon eine kluge Antwort und nicht so einen banalen. Ich möchte, weiß ich nicht. Ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Das wusste ich immer schon, dass ich in der Lage bin, mich glücklich zu machen. Ich glaube, das ist auch wirklich die Art, wie meine Eltern mich und meinen Bruder eben erzogen haben. Ich habe immer schon gewusst, dass wir mit uns selbst am meisten Zeit verbringen und wir sollten wirklich versuchen, mit uns selbst wahnsinnig gut auszukommen. Und das wiederum macht dann glücklich, oder zumindest ist das mein Rezept. Ja. Obwohl die Zeit ja nicht durchgehend glücklich war. Kann man doch sicher nicht sagen, über diese 4,5 Jahre, der ganze Rummel nach dem Song Contest-Sieg. Ja, Christina Stürmer war ja erst vor 2 Wochen bei mir zu Gast und hat auch erzählt, wie das nach Starminia war. Ja. Alles zu schnell, alles zu viele Menschen, die immer besser gewusst haben, wie es geht. Ja. War es bei dir auch so? Natürlich, nach dem Sieg ist es auf mich heruntergeprasst wie ein Platzregen. Da war natürlich viel zu tun. Ich habe mich mit Menschen umgeben, die viele Dinge besser wussten als ich damals, beziehungsweise dachte ich eben, dass es so ist. Aber haben Sie es wirklich besser gewusst? In vielen Bereichen habe ich definitiv dazugelernt. Ich hatte direkt nach dem Sieg relativ schnell einen Stylisten, einen Thomas Reinberger, ist ein Freund von mir, weil ich wusste, dass ich so viele Termine habe und mir war es wichtig, wie ich aussehe und ich wusste auch, dass das eine Relevanz spielt, was man anhat und wie man auftritt. Und für mich blieb keine Zeit, um irgendwie Klamotten aufzutreiben. Und der Thomas hat mir schon sehr viel beigebracht, gerade so was Style anbelangt und wie man Mode auch einsetzen kann. Und ich wage zu behaupten, dass er mir eigentlich erst Geschmack verliehen hat. Natürlich musikalisch habe ich viel gelernt. Meine Karriere hat daraus bestanden, zu einem Half-Playback zu singen. Und dann über die Jahre zu erfahren, was es bedeutet, Live-Musik zu machen, das konnte ich vorher nicht, kannte ich vorher nicht. Und jetzt habe ich eine Band mit fabelhaften Musikern, die mir auch eine Stütze sind, wenn ich dann mal den Text vergesse oder wenn ich den Ton versemmle. Und das kannte ich vorher nicht. Das passiert auch mit 29, ich bin natürlich beruhigt. Natürlich, natürlich. Wie oft ich den Text vergesse, es ist eine Scham. Aber ja, was soll man machen, ist halt so. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mit einem Song aus deinem neuen Album. Sehr gerne. Mit den Wiener Symphonikern. Großes Orchester, große Coverversionen. Ja. Writings on the Wall. Ach. Was gibt es dazu zu sagen? Sam Smith. So, Folgendes ist passiert. Als ich das erste Mal Writings on the Wall gehört habe, dachte ich mir, langweilig. Okay, jetzt kriegt sie den Oscar, aha. Und dann habe ich dieses Lied bei einer Gala gesungen. Und dann habe ich es verstanden, warum es so großartig ist. Gerade mit den Symphonikern, das kommt daher wie ein Donnerwetter, dieses Lied. Und es ist so unfassbar groß geworden. Und ich freue mich sehr, dass diese Nummer am Album ist. Wir haben gerade Conchita mit ihrem neuen Album gehört, jetzt auf Ö3. Also eigentlich ist das ja eine Exklusivpremiere. Das Album wird ja erst released. Das ist wahr, richtig. Jetzt in der kommenden Woche. Stimmt. Wie geht's dir, wenn du es hörst? Also um die Geschichte vom Beginn zu starten. Ich stand im Tonstuhl und dachte mir, deswegen ist Barbara Streisand ein Weltstar. Weil da ging es dann schon lang nicht mehr darum, ob man richtig singt oder nicht, sondern da ging es darum, dieses Gefühl, diese Songs zu transportieren, die Farben in meiner Stimme, die mir ich vorher gar nicht
kannte und nicht wusste, wie man das herausholt. Somit habe ich für mich wahnsinnig viel dazugelernt. Bin unglaublich stolz, wie es geworden ist. Jetzt habe ich in der Vorbereitung zu diesem Interview einige Widersprüche erkannt. Ja. Ich nehme an, das gestehst du dir auch ein, dass ich Widerspruch. etwas widersprüchlich bist. Also wir beginnen einmal mit der Verortung zwischen Mann und Frau. Du siehst jetzt von mir wesentlich männlicher, hast eine Bandana, also ein breites Stirnband, keine High Heels mehr. Richtig. Jetzt weiß ich endlich, wie klein du bist. Ja, ich bin ein Zwergenkind. Früher warst du fast so groß wie ich. Ich bin 1,80, aber jetzt ist da einiges, ein paar Zentimeter weniger. Und im schwarzen T-Shirt und Hose. Und einerseits wurde ich im Vorfeld instruiert, ich soll dich als Mann ansprechen. Ja. Aber es gibt einige Interviews, in denen du in den letzten Tagen gesagt hast, von Conchita wird man sich nicht so schnell verabschieden, in der kleinen Zeitung zum Beispiel, oder Conchita wird es ewig geben. Ja. Also wo beginnt Dom, wo hört Conchita auf? Ach meine Güte, weißt du, das Ding ist das, dass da ja noch viel mehr sind als nur Tom und Conchita. Nur die kennt ihr ja alle nicht. Aber um mich darauf mal zu reduzieren. Ich habe für mich erkannt und ich bin durch eine Phase gegangen, wo ich mir dachte, ich bin nicht mehr diese Figur im goldenen Kleid. Und dachte mir, ich muss jetzt einen Cut machen und ich brauche jetzt für mich auch Klarheit. Und habe dann immer das Gegenargument gebracht, wenn dann jemand zu mir gesagt hat, ja, aber du kannst das doch nicht sein lassen und du kannst das doch nicht aufgeben und es gibt so viele Menschen, die dran hängen. Und ich habe ihm gesagt, das ist doch nur dein Name, jetzt beruhigt euch. Und in Wahrheit, was eigentlich passiert ist, ich habe einer Seite meines Charakters, meines Seins, sprichwörtlich ein Gesicht gegeben. Und Conchita, also der femininen Seite. Der femininen Seite oder nicht mal wirklich maskulin oder feminin, sondern Conchita spricht in ganzen Sätzen. Das fällt mir privat manchmal sehr schwer. Es funktioniert noch, ich darf dich beruhigen. Aber am Ende des Tages wird Conchita immer da bleiben, weil die ist halt ein Teil von mir. Und es wäre blöd, wenn ich die weggeben würde, weil dann würde mir ein ordentlicher Batzen an Eloquenz verloren gehen. Instruiere mich bitte, ja, um Klarheit hineinzubringen. Ich versuche es. Ich nenne dich Conchita, aber ja, er. Genau. Conchita kann ja dann nur, sie kann ja nur zu Gast sein und nicht, oder er, Tom ist zu Gast. Das ist so verwirrend, Claudia. Wer soll sich da noch auskennen? Mir ist das Buch von Richard David Brecht eingefallen. Ja. Das heißt, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das passt zu dir, perfekt. Absolut. Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, ich glaube, das nehme ich jetzt als ultimative Antwort. Danke dafür, Claudia. Also wir mischen es weiter durch. Wir mischen es einfach weiter durch. Dann hast du in einem Interview auch gesagt, in einer deutschen Fernsehshow, dass du weg von der Bühne willst, hinter die Kamera dir vorstellen könntest, einen Film zu machen. Ja. Auf der anderen Seite startest du mit einer Konzerttournee und hast mein neues Album. Also bist voll in diesem Leben als Bühnenstar zu Hause. Genau. Könntest du dir das wirklich vorstellen, in die zweite Reihe zu gehen? Ich könnte es mir definitiv einen Zeitraum vorstellen. Aber ich weiß auch, dass ich dann vielleicht nach so einer Pause im Rampenlicht dann auch wieder zurück muss. Du bist doch jemand, der den großen Auftritt liebt, oder? Ja, ich liebe den großen Auftritt, aber ich liebe auch diese Phasen, die es gibt, wenn man dann eben eine längere Zeit im Studio ist und keine Interviews zu geben hat oder keine Konzerte gibt, dann genieße ich das auch, weil dann die Lust wieder zurückkommt. So ein bisschen wie Heimweh dann. Wenn man lange nicht zu Hause ist, dann will man halt wieder. Neues Album, neuer Look, Conchita über die Karriere seit dem Song Contest-Sieg und ihre Verwandlung. Jetzt auf Ö3. Obwohl, jetzt gibt es einige, die sagen, wieder nur Coverversionen. Ich weiß, es kommt ein neues Album im nächsten Jahr, aber trotzdem, also du hast dich doch in deinen 4,5 Jahren vor allem Coverversionen verschrieben. Jetzt könnte man keck sagen, fällt dir selber nichts ein. Mir fällt tatsächlich selber wenig ein, das ist wahr. Aber zum Glück habe ich jetzt Menschen um mich geschart, die meine Geschichten und Ideen in Songs verpacken. Es sind Coversongs. Aber es sind Songs, die ich mir über die im Laufe der Zeit ausgesucht habe. Somit halte ich dieses Album für fast authentischer als mein erstes. Denn mein erstes Album, ich will wirklich keinen Disrespect zu den Menschen, die Songs geschrieben haben auf meinem ersten Album, weil das sind tolle Pop-Songs. Und ich glaube, viele von diesen Songs wären auch Hits geworden, hätte ich sie nicht gesungen.
Aber ich habe nie wirklich eine emotionale Bindung zu diesen Songs aufgebaut. Und ich glaube, das liegt schon auch daran, dass einfach nach dem Song Contest keine Zeit war. Und wir, so schlimm das klingt, ein Produkt gebraucht haben. Und dann habe ich on the road Songs vorgespielt bekommen und habe dann gesagt, ja, vielleicht, ja, nein, ich weiß nicht, ja. Und dann hat man dieses Ding eingesungen. Und ich muss gestehen, ich habe es mir privat nie angehört. Mhm. Und ich merke den Unterschied zu diesem Album. Ich höre das, weil ich es hören will. Und nicht nur, weil ich mir denke, ich muss jetzt üben, was ich übrigens muss, aber weil ich es hören mag. Und weil ich stolz drauf bin, dass ich dann eben Barbara Streisand dann auch geknackt habe, auf meine Art. Möchtest du nicht etwas essen? Ja, wir kommen nicht dazu. Wir reden zu viel, glaube ich. Ja. Ich muss das jetzt genau dosieren. Josie Prokopetz letzte Woche hat sehr oft mit vollem Mund gesprochen. Das geht nicht hat gut. Zu Beschwerden geführt. Ich muss kurz aufstehen, um mir eine Semmel zu holen. Magst du auch eine? Ja. Wenn wir jetzt diese 4,5 Jahre seit deinem Sieg beim Song Contest im Schnelldurchlauf durchgehen, du vervollständigst diese Sätze. Okay. Auf diesen Auftritt hätte ich verzichten können. Auf gar keinen. Weil selbst wenn ich was gemacht habe, was im Nachhinein nicht so toll war, es war die Erfahrung wert. Aber hast du nicht manchmal das Gefühl gehabt, dass du ein bisschen in diese It-Girl-Schiene kommst? Dein Auftritt ist immer ein Wow-Effekt, aber manchmal steht man vielleicht im Einkaufszentrum und liefert ihn dort. Ja, mir ist es aber auch bewusst, dass mein Look wahrscheinlich auch bis zum heutigen Tage und das, was ich sage, noch stärker ist als zum Beispiel meine Musik. Aber das Ich habe das Glück, dass mir das andere nicht weniger Spaß macht. Und dass es mir ja schon auch Spaß macht, mich zu inszenieren. Und wenn ich dann auch noch singe, dann habe ich den meisten, wenn ich das sagen darf, eh in der Tasche. Aber eben jetzt, wo du den Look veränderst, ja, und der jetzt nicht mehr so theatralisch und dievenhaft, ja, natürlich ist, ist das nicht auch eine Gefahr? Ich weiß es nicht. Oh. Ich habe den Look noch nicht so lange. Ich habe noch keine Erfahrungswerte. Das erzähle ich beim nächsten Mal. Wenn ich dann wieder im Kleid hier... Genau, wieder um 10 Zentimeter größer mit den High Heels. Na gut, auf jeden Fall sehr mutig. Das hat mich ins Bodenlose stürzen lassen. Ins Bodenlose bin ich noch nie gestürzt. Also ich glaube, ins Bodenlose stürzt man dann, wenn man wirklich niemanden mehr hat. Ich bin wirklich auch froh, dass ich meine Freunde habe und meine Familie habe und die mir auch realistisches Feedback geben. Und jetzt, das habe ich gelernt? Das habe ich gelernt, wie formuliere ich das denn jetzt am besten? Ich habe gelernt, dass ich oft jammere und dass das unnötig ist. Hörst du auf damit, oder? Ja. Weil ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt und ich habe mir viele Workshops angehört und hab Bücher gelesen und etc. Und wenn man dann zu dem Punkt kommt, wo man hört, es gibt zwei Arten von Problemen. Es gibt temporäre Probleme oder permanente. Wenn man ein permanentes Problem hat, ein andauerndes Problem, dann, Schätzchen, hör auf zu jammern und fang an, es zu akzeptieren und lern damit zu leben. Temporäres Problem? Es ist temporär. Es geht vorbei. Hör auf zu jammern. Und da rauszukommen aus dieser Schleife ist eines der befreiendsten Gefühle. Und weißt du, wie man die zu sich holt? Meditation. Meditation? Ich habe das nie geglaubt. Immer gedacht, meditieren, Kinder. Das stresst mich schon so sehr, wenn jemand zu mir sagt, so und jetzt entspannen Sie sich. Der Trick ist, oder mein Trick ist, geführte Meditation. Und wenn die nette Dame in meinen Kopfhörern zu mir sagt, wie lange ich einzuatmen habe, wie lange ich die Luft anzuhalten habe und wie lange ich auszuatmen habe, erstens konzentriere ich mich aufs Zählen und man hat, und wenn es nur eine Minute ist, dem Hirn eine Pause gegeben. Und das ist so unglaublich toll, weil plötzlich fühlt man sich klarer und die Gedanken sind ein bisschen geordnet. Und wenn man das mit einer Regelmäßigkeit macht, kann das nur empfehlen. Conchita kurz vor ihrem 30. Geburtstag, fast erleuchtet. Ich weiß, ich werde so oft durch den Kakao gezogen. Nein, ich finde das toll. Ich bewundere das. Ich bin auch eine, die schon viele Apps geladen hat, Headspace und so ähnlich. Ja, genau. Damit man zu meditieren beginnt, genau. Aber... Ja, diese Ruhe kann ich noch nicht erzeugen. Welches App verwendest du? Oak. Oak? Ja. O-A-K. Also wie die Eiche. Stimmt. Ja. Genau.
Jetzt hast du mir vorhin schon gesagt, du bist noch nie ins Bodenlose gefallen. Ja. Und trotzdem sagst du, das Jahr 2017 war ein besonders schwieriges. Mhm. Und ich hatte definitiv so etwas wie eine depressive Phase. Genau. Alles zu haben, kann dich auch wahnsinnig unglücklich machen. Absolut. Letzte Woche hatte ich Josie Brockerbetz zu Gast, der eben auch über depressive Verstimmungen gesprochen hat und gesagt hat, das war wie Lebensekel. Wie hat es sich bei dir angefühlt? Bei mir hat es sich angefühlt wie... Ich war ohnmächtig, ich war hilflos, weil ich so traurig war, grundlos. Weil ich dachte mir, was ist denn mein Problem? Meine Aufträge laufen, ich habe genug zu tun, ich kann meine Miete bezahlen, es ist doch alles in Ordnung. Ich kann meine Freunde sehen, wir können essen gehen, wir können eine gute Zeit haben, aber ich war leer. Ich war leer und wusste nicht mehr, wie ich aus dieser Traurigkeit rauskomme. Habe mir dann professionelle Hilfe gesucht. Ich habe gemerkt, okay, ich komme hier allein nicht weiter. Also du bist sehr lösungsorientiert. Absolut. Ich bin absolut lösungsorientiert, weil ich auch sehr ungeduldig bin. Und ich ignoriere Negativität. Und wenn ich sie nicht ignorieren kann, nervt sie mich so dermaßen, dass ich etwas dagegen tun muss. Und das habe ich eben getan. Und ich habe einige Sitzungen gemacht. Und um ehrlich zu sein, gab es einen Moment, der für mich einen Knoten gelöst hat. Aber es war mein Bruder, der mir gegenüber saß und gesagt hat, du jammerst. Und ich dachte mir, oh, wie kannst du nur? Und mir geht es nicht gut. Und wie kannst du mit meiner... Und ich habe mir, wie ich mich aufrege, merke ich so, ja, das ist eigentlich genau das, was ich mir auch ständig vorsage. Was ist denn mein Problem? Und mein Problem war, dass ich nichts mehr gespürt habe, weil ich mich so eingeschränkt habe in diese Figur. Weil ich diesem Idealbild folgen wollte und ich wieder einmal in diese Falle getappt bin, um Erwartungshaltungen zu erfüllen. Mhm. Und das hat mich nicht glücklich gemacht. Und in diesem Prozess, dass dann mein Bruder zu mir sagt, naja, aber du hast mir gerade gesagt, was das Problem ist, dann hör auf zu jammern und ändere es. Und ich dachte mir, wahrscheinlich hast du recht. Und ab diesem Moment ging es echt bergauf. Und dann hast du dir eine psychologische Hilfe gesucht? Das war in diesem Prozess. In dem Prozess. Genau, das war in diesem Prozess. Aber wie hat dir dann die Therapie geholfen? Was hast du erkannt? War eben auch die Zerrissenheit so groß zwischen der Kunstfigur oder der Bühnenfigur und dem Tom? Es war, ich glaube, mein Hauptproblem war, dass ich mir auch nicht eingestehen wollte, dass ich wieder einmal anderen gefallen wollte. Ich dachte mir, ich bin so unabhängig und ich habe es jetzt heraus und ich bin eine Frau mit Bart und das hat noch nie jemand gemacht und wie innovativ. Und dann wurde ich eben zur diplomatischen Präsidentengattin. Und das ist per se nichts Schlechtes, weil ich habe viel gelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass diese Einseitigkeit mich wahnsinnig macht. Das aufzuarbeiten und die Dinge auch mal auszusprechen. Mit einem Fremden geht es viel leichter, weil man wird von allen gesehen als eine erfolgreiche Person und man will dann ja auch nicht zugeben, dass es dann vielleicht hinter den Kulissen dann in mir drin nicht so toll läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt. Viele Menschen haben ja auch Scheu davor zu sagen, dass sie in Behandlung sind oder dass sie in Therapie sind, weil sie sich irgendwie ein Stück dafür schämen. Und ich kann es verstehen, weil ich habe mich auch geschämt. Weil ich dachte, ich muss doch stark sein. Wie kann ich denn irgendwie ein Problem haben? Und aber ja, das hat damit gar nichts zu tun. Und das muss man schon auch einsehen. Also du bist in der Balance, kann ich das so feststellen? Oder darf man nicht in der Balance sein als Künstler? Ach ja, ich weiß nicht. Ich finde es schon toll, wenn man in der Balance ist. Überhaupt, wenn man meditiert. Ja, ich glaube, ich würde es nicht behaupten, dass ich schon... Ich weiß genau, in 20 Jahren schaue ich auf heute zurück und denke mir nur, Sales, dass er glaubt, der Weisheit mit Löffel gefressen. Aber momentan fühlt es sich gut an. Eben, das ist das Wichtigste. Conchita, Song Contest Gewinnerin, Sängerin, Verwandlungskünstlerin, heute ganz persönlich. Frühstück bei mir heute aus dem Hotel Le Meridien. Wir haben Lachs, Käse, Salami hier auf einer Etagere ganz toll aufgedeckt. Conchita, du darfst dich deiner Semmel widmen. Ja, ich weiß. Ich suche mal nach der nächsten Frage. Das ist doch absurd. Ich habe es gerade mal geschafft, sie auseinanderzuschneiden. So. Jetzt kommt das Privatleben auf den Tisch. Ich lebe! Du verschluckst dich gerade. Ja, nein, alles gut. Du hast das letzte Mal gesagt, das war eben dieses Frühstück 2. März 2015. Ja. Ich mag mich auch selbst nicht in Beziehungen. Weil ich in Beziehungen ganz oft ein tatsächliches Ego-Problem habe.
Da glaube ich immer, ich muss mich beweisen. Und ich glaube immer, ich muss das letzte Wort haben. Und da bin ich mir selbst zu mühsam. Hast du dich da irgendwie verändert? Nachdem ich in keiner Beziehung bin, habe ich jetzt da keine Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreife. Aber ich glaube schon, dass ich viel dazugelernt habe. Ich glaube auch, dass ich verstanden habe, eine Beziehung kann nur dann funktionieren, wenn man sich erstens selbst gut kennt und sich zweitens nicht für jemanden verstellt, um etwas sein zu wollen. Zum Beispiel, mir ist das Training sehr wichtig geworden. Und ich merke auch, wenn ich das eine Zeit lang nicht mache, dann werde ich echt ungemütlich. Und ich kenne das von anderen befreundeten Pärchen, wo der eine dann sagt, oh Gott, gehst jetzt schon wieder um 6 Uhr trainieren, am Sonntag muss das sein. Ja, Schatz, I'm sorry, that's the way I am. Aber ich komme ja in einer Stunde wieder und nehme dir Semmeln mit oder sonst irgendwas. Also ich glaube, diese Dinge, die habe ich jetzt erst irgendwie gelernt. Man soll niemand anderer werden, nur weil man dann mit jemandem ist. Und prinzipiell, wie ich mir eine Beziehung jetzt vorstellen würde, wäre zuallererst eine innige Freundschaft. Zuallererst? Ich hätte jetzt gesagt, zuallererst sexuelle Attraktion und die heiße erotische Liebe. Ich glaube, das kommt hoffentlich, wenn er sich nett findet. Das Ding ist das. Ich habe einen Freundeskreis, der so unglaublich besonders ist. Und ich muss wirklich sagen, da hat's der Mann, der mir vielleicht irgendwann mal begegnet, dann schon auch schwer, also da mitzuhalten. Mhm. Weil zu merken, dass es Menschen gibt, wo man einfach kompromisslos man selbst sein kann, das ist ein Gefühl von Glück und Freiheit, das kann man mit nichts aufwiegen, oder? Findest du das? Ja, aber auch? Das wächst ja erst mit den Jahren, oder? Das hat mit Vertrautheit zu tun. Absolut, ja. Absolut. Ja, das hat mit Vertrautheit zu tun. Das heißt, bei mir dauert es jetzt lang. Wie oft warst du verliebt im letzten Jahr? Wie oft war ich verliebt im letzten Jahr? Also in mich jeden Tag? Gar nicht. Gar nicht? Nein. Also was, okay, wie definieren wir verliebt sein? Verliebt sein, ist das dann, ist das eine sexuelle Anziehungskraft oder ist eine Anziehung in jeglicher Form, oder? Nein, dass du einfach das Gefühl hast, der andere beflügelt dich, macht... Gar nicht, nein. Herzklopfen, nein. Nein. Dabei flirtest du doch gerne, oder? Ich liebe es zu flirten. Ich liebe es zu flirten, aber ja, die anderen flirten meistens nicht so gut mit. Nein, ich werde echt zum Egomanen, scheint es hier. Aber glaubst du, öffnest du dich einfach schwerer den Leuten, natürlich auch mit der Bekanntheit? Aber ja. Und das ist nicht zwingend gut, weil ich merke schon, dass ich eine gewisse Leichtigkeit verloren habe, wenn ich Menschen neu kennenlerne, weil unfairerweise, bei mir läuft immer eine zweite Platte, die das Gegenüber total analysiert. Ich merke mir jedes Wort, ich interpretiere jede Handbewegung und das ist nicht wahnsinnig gut, weil ich dadurch eben für mich wahrscheinlich auch oft vorschnell den Stempel jemanden aufträge, okay, Schätzchen. Bis hierhin aber nicht weiter. Beziehungsstatus ist Single. Ich bin ja Single. Naja, eigentlich mit mir. Mit dir eben. Da bin ich neugierig, wann sich das ändert. Wir werden sehen. Hochzeit werdet ihr mitbekommen. Genau. Wenn es soweit ist. Wird das größte Fest des Jahres. Ja, das möchtest du groß feiern. Komm. Das Ding ist ja folgendes. Ich nehme durch jede Gelegenheit wahr, mein Fest zu feiern. Dieses Jahr zum Beispiel, so, ich werde 30 und ich freue mich so unglaublich auf diese Zeit und ich sage Zeit, weil ich feiere meinen Geburtstag so oft, wie es nur irgendwie möglich ist. Und zwar ist es dieses Jahr das erste Mal so, dass alle meine Freunde auch die Relevanz meines Geburtstags so sehen, wie ich die Relevanz jedes Jahr sehe. Also in meinem Kopf habe ich jedes Jahr einen runden Geburtstag. Und dieses Jahr nehmen das immer alle ernst. Und ich liebe es, dass sie alle geheime WhatsApp-Gruppen haben und mich aus dem Raum schicken und sagen, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Also es wird eine große Party geben. Es wird eine große Party geben am 8. Dezember im Museumsquartier. Und die ist auch für alle zugänglich. Bitte kommen Sie, das wird ein großes Konzert mit vielen Gästen. Und dann gibt es noch eine Party im Volksgarten. Wo natürlich auch alle kommen sollen, bitte. Genau. Und man muss ja sagen, dass dein Geburtstag eigentlich ein Monat vorher ist, nicht? Genau, mein Geburtstag ist ein Monat vorher und tatsächlich am 6. November, an meinem eigentlichen Geburtstag, habe ich nichts vor.
Also auch hier eine Aufforderung. Ja. Sagt jemand, der 800.000 Instagram-Follower hat. Ich liebe meinen Geburtstag. Da werden sich jetzt einige Leute etwas einfallen lassen. Yes. Claudia, das ist absurd. Also jetzt haben wir das beste Frühstück, das wir je hatten. Sagen, und wir essen keinen nicht. Bissen. Sonst geht's los. Also ich habe Joghurt wieder, wie ich es so gerne mag. Ich hatte ja einen Ernährungsexperten zu Gast im Juli, der Joghurt mit Beeren empfohlen hat. Und das zieht sich jetzt durch. Ich liebe auch, Beeren liebe ich auch sehr. Und iss jetzt mehr Schinkensemmel. Und wie oft gehst du trainieren? Ich versuche jetzt gerade nicht mit vollem Mund zu sprechen. Viermal die Woche. Weil, wie ich vorher auch schon ein bisschen erwähnt habe, merke, wie unruhig ich werde, wenn ich nicht trainiere. Alles hat damit begonnen, dass ich nach dem Song Contest die meiste Zeit von Caterings gefüttert wurde oder Airport Food. Und plötzlich habe ich was an meinem Bauch entdeckt, was ich nicht kannte. Also Fettröllchen. Mhm. Und habe mir gesagt, nein, so geht das nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Du hast mir doch gesagt, deine Großmutter hat sich so geprägt, dass du ja auch nie über 52 Kilo hast. Und sie hat mich angelogen, hat sie mich. Diese Gene, das war eine Lüge. Nein, also es hat sich da was angesammelt, was ich nicht kannte. Und habe dann eben aus diesem sehr narzisstischen Grund gesagt, so, und das gehe ich jetzt an. Und übrigens auch das, wenn ich dann gelobt werde, dass ich so oft trainieren gehe, ich bin eigentlich wahnsinnig faul. Hätte ich meinen Trainer nicht, würde ich gar nichts machen. Gar nichts. Und wenn der Sebastian sagt, du, es geht sich heute nicht aus, ich so, oh, okay, dann lege ich mich hin. Also dann gehst du nicht alleine? Nein, das mache ich nicht. Also ich brauche wirklich irgendwie jemanden, der mich dann an der Hand nimmt und macht und tut. Der Sebastian Daum ist mein Trainer, der ist großartig. Ich kann mich eingangs erinnern, ich habe zu ihm gesagt, Bastl, pass auf, ich will nur schön sein. Ich will einfach schön sein. Und er hat gesagt, ja, schön kriegen wir hin, aber er kommt aus dem Sport und er sagt, wenn, dann trainiere ich dich wie einen Sportler. Auf Funktionalität, auf Reflexe, auf Ausdauer. Und ich dachte mir, ja, okay, ist mir egal. Im Zuge dessen habe ich ein komplett neues Körpergefühl gewonnen. Ich habe ganz banale Dinge bemerkt, wie wenn man sich zum Beispiel einen Schuh anzieht und man steht nur auf einem Bein. Kennen wir das alle? Dann wandelt es uns gegen die Wand. Und mir fiel plötzlich auf, Moment, ich stehe regungslos auf einem Bein, ohne den Hauch eines Problems mit den Schuhen anzuziehen. Und dann habe ich so schon langsam verstanden, welche Benefits dieses Training hat. Also du hast den Gleichgewichtssinn auch trainiert? Mein Gleichgewichtssinn, meine Reflexe, wenn was runterfällt, dann ist man plötzlich, hat man das Ding gefangen. In der Situation fällt es einem dann auf, dass, oh, okay, das kenne ich so nicht. Mir hat es unglaublich beim Singen geholfen. Durch das Muskelkorsett, das ich mir jetzt antrainiert habe, habe ich eine komplett andere Stütze. Ich stütze mittlerweile auch mit den Schulterblättern. Ich wusste nicht, dass das geht. Aber ich glaube ja nicht an Zufälle. Es scheint eben so, ich habe angefangen, meinen Körper zu trainieren, um mich darauf vorzubereiten, dass ich meine Stimme besser unter Kontrolle habe, um dann dieses Album einzusingen können. Mhm. Und wo es eben mehr um Stimmungen und um Sounds geht. Ich liebe es, mich zu bewegen und dieses Körperbewusstsein, sich wirklich zu spüren. Es geht alles so einher mit der Psyche. Es ist wirklich, mir kommt vor, bei mir hat sich alles unabhängig voneinander entwickelt und jetzt kanalisiert sich alles auf einen Punkt. Und es fühlt sich einfach nur gut an. Ja, und deswegen gehe ich viermal die Woche trainieren, mindestens. Und bin wahnsinnig stolz, wenn ich jetzt kurz angeben darf, dass ich in 5 Sätzen mit jeweils 8 Wiederholungen mein eigenes Körpergewicht stemmen kann. Toll. Also ich mache als Hantel oder wie? Genau. Ich habe 62 Kilo. 62 Kilo und drücke 60 Kilo. Also 60 Kilo. Ich habe ein bisschen geflunkert. Nicht ganz mein Körpergewicht. Ja. Aber das sind eben so Dinge, die, auf das ist man dann plötzlich total stolz. Und das feiert man dann auch so ab. Also auch der Sebastian und ich. Weil er sagt, ja, das ist Qualität. Und das hat, du hast einfach Kraft. Und es ist ein gutes Gefühl, Kraft zu haben. Neues Album, neuer Look. Conchita über die Karriere seit dem Song Contest Sieg und ihre Verwandlung. Jetzt auf Ö3. Conchita heute zu Gast in Frühstück bei mir. Der Duft von Räucherlachs ist bei mir in der Nase. Der ist da auf einer Etagere und toller Käse, Salami. Salami würdest du auch essen? Natürlich. Ja, das auch.
Ich hatte mal Compino zu Gast, der hat gesagt, man muss einen Grund haben, um in der Früh aufzustehen und vor allem, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ja. Ich habe mir deine Instagram-Seite angesehen, da sehe ich eigentlich nur Fotos von dir selber. Dreht sich deine Welt jetzt vor allem um dich oder gibt es für dich auch noch anderes, was dich außer deiner eigenen Karriere und der Inszenierung deiner Person erfüllt oder ja, mobilisiert? Also ich glaube, alle, die sich ein bisschen mit mir beschäftigen, wissen schon, dass ja, ich mag mich sehr gerne, aber ich mag auch Menschen. Und ich habe das oft gesagt und sage das immer wieder, ich habe mein Acceptance Speech beim Eurovision Song Contest der Menschheit gewidmet. Ich mache gerne meinen Instagram-Account mit schönen Fotos von mir voll, weil ich sowieso bei jeder anderen Gelegenheit meine Gedanken entleere und mich für Dinge einsetze, die mir scheinen wichtig zu sein. Und was wäre denn ein besonders wichtiger Grund für dich jetzt, wofür es sich zu kämpfen lohnt? Ich glaube, einen Dialog zu starten. Weil ich glaube, wir haben eine Schere, die wahnsinnig weit auseinanderklafft momentan in unserer Gesellschaft. Es gibt einen Rechtsruck, es gibt eine Radikalisierung und dieser Negativität wird wahnsinnig viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist auch gut, wenn man das aufzeigt, aber ein bisschen unfair dem Fortschritt gegenüber. Denn es gibt eine Welt, wo es Menschen gibt, die vermeintlich nicht in das Konzept des unter Anführungsstrichen normalen Menschen passt. Es gibt Welten, wo androgyne Make-up-Artisten Millionen an Followers haben und mit ihrem Make-up Milliarden verdienen. So, nicht, dass das wahnsinnig wichtig ist, aber ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eben vollkommen egal ist. Also ich spreche jetzt im Definitiven hier von Jeffree Star. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist eben ein Visagist aus Amerika und der hat seinen YouTube-Channel und hat eine eigene Kosmetiklinie und verkauft ordentlich. Das heißt, für mich ist das zum Beispiel ein Zeichen, es gibt eine Welt, wo das alles nicht zählt. Weil, ja, es geht um Personality und ich glaube, diese positiven Entwicklung, auch vielen jungen Menschen, die so sensibel sind, die mir beibringen, wie man gewisse Dinge zu formulieren hat oder mich zum Nachdenken bringen, was jetzt wirklich Geschlechterrollen bedeuten. Wo ich mir denke, ja, wie toll ist das, dass es eine Generation gibt, die Integration und ein Miteinander für das einzig Richtige hält. Und deswegen ist das, wofür ich stehe. Aber wäre es dann nicht besser, auch diese Botschaft öfter zu transportieren? Zum Beispiel auf diesen vielen Kanälen, die du bespielst, wo du hunderttausende Fans hast, das noch stärker zu platzieren? Ja, nur bin ich auch davon überzeugt, dass wenn man sich mir anschließt, wenn man das so sagen möchte, sowieso eher in meine Richtung denken muss. Denn Obwohl ich habe auch schon einige untergriffige Kommentare dort gesehen. Also da gibt es auch die anderen nicht. Schreiben Schwuchtel, bleib Schwuchtel und berührt dich das irgendwie? Nein, verstehe ich nicht. Ja. Was ist denn? Eigentlich ist es ja amüsant, wenn mir jemand so viel Aufmerksamkeit schenkt und mir so oft sagen möchte, wie sehr er mich nicht mag, dann denke ich mir, ja, für das magst du mich aber schon ein bisschen zu sehr, dass du mir das sagen musst. Und deswegen bin ich da, ja, natürlich gibt es andere Menschen, die politischer sind auf ihren sozialen Plattformen. Ich bin halt für mich schon, wie ich bin, eine politische Aussage. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich das dann so zuschreibe, das wäre fast wie eine Wortwiederholung. Ja. Du hast ja immer wieder gesagt in Interviews, auch in unserem Form Song Contest, dass der Grammy so ein großes Ziel ist. Und auch mit dem sehr schönen Spruch, reach for the moon and you will get the stars. Shoot for the moon and even if you miss your land among the stars, genau. Also selbst wenn man die Sterne verfehlt, dann kann man am Mond landen und das ist ja auch schon ziemlich weit. Aber traust du dich an das noch zu denken oder ist das dann nicht wirklich mittlerweile schon mit einem gewissen Selbsteingeständnis zu weit gegriffen? Nein, zu weit gegriffen ist es nicht. Also träumen kann ich ja. Ich bin ja auch nicht frustriert, wenn es nicht eintrifft. Aber was ich, glaube ich, für mich auch ein bisschen reflektiert habe, ist, dass ich schon gemerkt habe, dass ich dachte, dass, wofür brauche ich denn einen Grammy? Also ganz was Neues. Nein, aber das Ding ist folgendes. Ich dachte damals, dass ich brauche quasi einen Stempel.
Ich brauche eine Bestätigung dafür, ja, du kannst das. Ja, du bist toll, du bist erfolgreich. Ich brauche einen Beweis dafür. Und aus dem bin ich ein bisschen rausgewachsen. Weil ich sollte eigentlich Musik machen, weil ich nicht anders kann. Und weil ich das spüren will und weil ich Menschen berühren will und nicht, weil ich auf einen Grammy hinarbeite. Das ist ja quasi wie eine Prüfung, für die man studiert oder lernt. Da rückblickend habe ich dann schon dazugelernt. Aber damals war das für mich so. Damals wollte ich, also weiter zurückgegriffen, ich wollte berühmt werden. Ich wollte berühmt werden. Gratulation, es ist dir gelungen. Absolut, aber um die Geschichte weiter zu erzählen, jetzt bin ich berühmt und ich merke, was ist das denn eigentlich wert? Und ich will hier niemanden, soll ich sagen, wieder, kein Disrespect, aber man kann auch zu Big Brother gehen und dann ist man berühmt. Und was ich damit sagen will, ist, berühmt zu sein, ist wertlos. Und das habe ich auch erst verstehen müssen. Ich hatte halt das Glück, dass ich ein paar Talente hatte, die mich berühmt gemacht haben. Aber jetzt, in diesem Prozess, in dem ich jetzt bin, habe ich verstanden, oder würde ich mir wünschen, dass irgendwann meine Arbeit größer ist, als das, wer ich bin. Und zumindest mein Anspruch. Wie du vorhin gesagt hast, dass der Look manchmal größer ist als die Musik. Ja. Dass der Auftritt wichtiger ist. Aber das auch ganz klar, weil ich hätte mich ja auch dazu entscheiden können, zu sagen, nein. Und ich gehe jetzt 3 Monate ins Studio und schreibe meine Geschichte. Aber das habe ich nicht getan. Ich bin halt nach Paris geflogen und habe mich mit weiß Gott wen getroffen. Und das war großartig und unglaublich viel Spaß. Aber das habe ich halt jetzt erledigt. Und jetzt will ich halt das machen. Und ich habe keine Ahnung, ob das irgendjemand interessiert, aber mich interessiert es halt. Und deswegen muss ich das jetzt ausprobieren. Und deswegen, ja, also, werde ich auch ohne Grammy überleben. Das ganz sicher. Und wer hat das gesagt? Jim Carrey, glaube ich, hat gesagt, being famous, it's not worth it. Du hast mir das letzte Mal auch gesagt, dass du dich fürchtest, einmal nicht mehr gefragt zu sein. Ja. Gibt es die Angst noch oder hat das... Jein. Jein. Also man hat natürlich... Ich habe natürlich den Anspruch, dass ich Dinge mache, die ich toll finde. Aber wenn die niemand anderer toll findet... Dann, ja. Gibt es ein Problem. Dann haben wir hier ein Problem. Ich glaube, dass ich hätte kein Problem damit, einen finanziellen Rückschritt zu gehen, einen Rückschritt zu gehen in Sachen von Relevanz oder eben Erfolg. Wie das dann mit dem Ego ausschaut, weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch wirklich ein bisschen dauern würde, wobei ich diesen Schritt ja auch schon mal gemacht habe. Also nach Starmania zu denken, so jetzt ist man ein Rockstar und nach 8 Monaten Boyband dann drauf zu kommen, oh, nobody cares, okay. Dann bin ich zum H&M gegangen und habe dort gearbeitet. Und das war schon... Du hast bei H&M gearbeitet? Ja, das wusste ich nach der Boyband. Weil ich war mir zu eitel, zurück in die Schule zu gehen, weil ich dachte, brauche ich nicht. Im Endeffekt bin ich dann zurück in die Schule gegangen und hab die Matura nachgemacht. Aber ich war damals bei H&M und das ist schon, das muss man dann schon auch nehmen können, wenn einen dann erkennt und man steht an der Kasse. Nicht, dass das jetzt, und ich weiß aber auch, dass ich, und so realistisch bin ich auch, selbst wenn das mit der Musik jetzt nicht klappen würde, bin ich dankenswerterweise mittlerweile in einer Position, wo ich auch sagen könnte, okay, dürfte ich vielleicht ausprobieren, zum Radio zu gehen und vielleicht kann ich das ja. Und dann ist das ja auch ein kreativer Output. Überlasse ich dir den Frühstückstisch. Ich mache es doch eh schon so lange. Das war meine Audition, Claudia. Genau, dann fängst du an und kannst dann vergleichen nach Jahren, so wie das so war. Genau. Ja, aber jetzt funktioniert alles sehr gut. Ja. Das Konzerthaus wird ausverkauft sein am 20. Oktober. Gratulation. Oh, vielen Dank. Wirst du mit großem Orchester auf der Bühne stehen. Ist leider schon ausverkauft, oder? Ja, das ist schon ausverkauft. I'm sorry. Aber es gibt dann eine Tournee mit vielen Stationen, auch in Österreich. Genau, es gibt eine Tournee mit vielen Stationen. Ich freue mich natürlich auch im Speziellen auf die Österreich-Termine, weil es ist halt, vor allem wenn man dann woanders spielt und dann wieder nach Hause kommt, man merkt halt einfach schon den Unterschied, wenn man in der eigenen Heimat spielt und darauf freue ich mich schon sehr. Ja.
Und es gibt dann deinen 30. Geburtstag am 6. November, genau. Wo du noch nichts vorhast. Wo ich noch nichts vorhabe. Wo sich jeder überlegen kann, wie er oder sie Conchita überraschen könnte. Ich freue mich. Warte nur, wie viele Torten du bekommen wirst. Oh yes. Welchen Song könnten wir denn zum Schluss spielen? Es gibt einen Song, der es nicht aufs Orchesteralbum geschafft hat. Ich wollte eine Björk-Nummer aufs Album packen. Hab dann beim Probesingen gemerkt, nur Björk kann Björk singen. Und zwar wollte ich Bachelorette von Björk, eine wahnsinnig schöne Orchesternummer von ihr. Und ja, es wäre schön, wenn ihr die spielen würdet. Ich bedanke mich, Conchita. Ich bedanke mich. Schön war es, wie immer. Schön war es, wie immer. Mit dem besten Frühstück, das wir je hatten. Wir haben wieder einen reichen Fundus, aus dem ich zitieren kann, beim nächsten Frühstück. Ich freue mich. Dankeschön, Claudia. Conchita, Song Contest Gewinnerin, Sängerin, Verwandlungskünstlerin, heute ganz persönlich. Der Frühstück bei mir, Fragebogen. Ich bin glücklich. Meine Eitelkeit sehe ich auf einer Skala von 1 bis 100 bei 200. Also, du sagst, du bist wirklich sehr eitel. Ich bin sehr eitel, ja. Ich fühle mich schön, weil ich glücklich bin und weil ich zufrieden bin mit mir und weil ich auch viel dafür tue. Ich halte meinen Geist gesund und ich halte meinen Körper fit und deswegen ja, mag ich mich sehr. In meiner Handtasche fehlt nie Mein Handy darf nie fehlen. Also ich bin leider auch echt addicted. Ich liebe Instagram. Man entdeckt so viele verschiedene Künstler. Und jetzt sage ich euch was. Wenn man nämlich einen blauen Haken hat bei seinem Instagram-Profil, dann landet man bei allen sofort direkt im Postfach. Das heißt, wenn ich Madonna schreibe, dann hat sie diese Nachricht im Postfach. Sie hat mir nicht zurückgeschrieben, by the way. Du hast dir geschrieben? Ja! Und zwar was? I love your new skincare line. Die exzessivste Party, an die ich mich erinnern kann. Letztes Silvester war ich in Berlin im KitKat Club. Einer der legendären Berliner Nightclubs, die einen Swimmingpool haben und dreistöckige Floors und Techno-Musik. Und meine Berliner Freunde, da haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir da mal hin, Schätzchen. Und dann sind wir da hingegangen. Mein Traummann ist hoffentlich in Vorbereitungen, um perfekt zu werden, wenn ich ihn dann treffe. Hohe Ansprüche. Ja. Herzklopfen hatte ich zuletzt, als ich auf einem Cruise-Ship war und ich noch nie so einen Wellengang miterlebt habe. Also es sind 8 Meter hohe Wellen gegen das Glas. Boah, das war ein Herzklopfmoment, ja. Kennenlernen würde ich gerne nach wie vor Victoria Beckham. Sie hat auch einen Moment lang gebraucht, um das zu finden, was sie am liebsten macht und wo sie auch am besten ist. Weil ein Modelabel aufzubauen, also das ist unfassbar schwierig. Und das resultiert aber daraus, dass sie einfach in dieser Hinsicht wahnsinnig talentiert ist. Das ist auch so ein Beweis dafür. Man soll sich nicht mit Dingen aufhalten, die man gar nicht kann. Mein Erfolgsrezept lautet Erfolg für sich zu definieren, was es denn wirklich ist. Ist eben Erfolg, einen Grammy zu haben, oder ist Erfolg, das zu tun, was man wirklich toll findet und damit Menschen zu bewegen. Und ich glaube, es ist mittlerweile das Zweite. Ja. Meine letzten Worte sollen sein Ende Gelände. Nein, keine Ahnung. Ich bedanke mich, Conchita. Ich bedanke mich. Schön war es, wie immer. Schön war es, wie immer. Mit dem besten Frühstück, das wir je hatten. Wir haben wieder einen reichen Fundus, aus dem ich zitieren kann, beim nächsten Frühstück. Ich freue mich. Sehr gut. Dankeschön, Claudia. Sie hören einen Podcast von Hitradio Ö3.